Guck. Hi. Heute machen wir weiter und lass mal ein bisschen über Pokémon reden. Ich habe mir die Dinge schon ein bisschen genauer angeschaut, was sie so machen und warum sie es so machen. Müsste relativ schnell gehen. Wo ist es? Da. Kriege ich das jetzt hier zusammen? Mal schauen. Ja, geht. Schwer. Aber es geht. Irgendwie, wie auch immer ich es jetzt geschafft habe, keine Ahnung. Lässt sich auch relativ schnell auseinandersortieren. Also, bei Shigi und Lisa haben sich ja die Farben teilen irgendwie. Aber Moment, ich muss ja die Teile vom Shigi wieder zurücktun. Also zu Shigi gehören alles. Moment. Alles klar, ist doch jetzt ein bisschen schwierig, aber ich denke mal, die runden Teile kann ich mal wieder zurück tun und. Die eckigen auch. Ich weiß es gerade nicht. Ich muss gerade mal kurz vorschauen. Das brauche ich noch, das brauche ich noch. Alles klar. Ja, das ist bedruckt, das brauche ich. Ich weiß jetzt nicht, was alles zu Ski gehört. Ich muss gerade mal ein bisschen vorschauen. Also nur die runden Teile gehören zum Ski oder was? Und die gelben auch. Moment. Alles klar, es hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Wer keinen Bock hat auf den Aufbau, ich verlinke hier die Beschreibung, wann ich fertig bin. Und während des Aufbaus reden wir ein bisschen über Shigi. Ich meine über den Bisasam. Warum sage ich Shigi, da kommt noch Baumnest dran. Naja, also Bisasam ist jetzt dran. Bei den Aufbau. Ach, ein bisschen müde. Naja. Auf alle Fälle kommt während des Aufbaus erstmal der Bisasam dran. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, keine Ahnung. Und zwar ist es so, klar ist erstmal ein Vierfüßler, darum auch dieses Formteil da. Das ist schon ganz richtig so. Und als habe ich den Druck schon ein bisschen zerstört. Das war aber ich, das kommt von der Aufbewahrung, wie ich die Sachen aufbewahrt habe. Da schält sich das Ganze so langsam, aber. Das war auch mein Fehler. Vielleicht hätte ich es doch besser tüten lassen sollen. Keine Ahnung. Auf alle Fälle löst sich der Druck. Ich dachte, das wären irgendwelche Haare oder so Dreck, aber ich glaube, es ist der Druck, aber es sieht irgendwie komisch aus und es fühlt sich auch komisch an. Also ein bisschen. Ja. Eins. 6, wo ist denn 2 und 3 eigentlich? Also 1, 6, 8. Ernsthaft jetzt, ne? Da ist die 1. Da ist die
6 und da ist die 8. Also Zahlen dazwischen gibt's keine. Ich finde es auch total in Ordnung, ne? Ich wollte nur darauf hinweisen. Hey, jetzt soll ich das umdrehen. Die Dinge sind auch bedruckt. Cool. So eine Seite, da ist echt eine Menge weiteres noch bedruckt. Zum Beispiel mitunter diese Balljoints sind bedruckt und ach, die nicht. Ja, so, so weit erstmal, ja. Ich glaube, es reicht erstmal. Aber cool. Echt coole Bautechnik. Echt coole Bautechnik, ja. Das gefällt mir schon sehr. Und habe ich es jetzt richtig so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist es so? Passt es so? Ja. Und zwar ist so, es hat so einige Gründe, zum Beispiel unter anderem, warum das, das soll ich da so reinstecken, alles klar, mache ich. Ich muss mich gerade wieder bestialisch konzentrieren, weil es einfach ein bisschen komplizierter gerade wird. Ich meine, natürlich gibt es auch so kleine Teile wie so Stats zum Beispiel. Wie sehen die aus? So, Das sieht man doch sowieso nicht, oder? Keine Ahnung. Ich habe mich zurzeit ein bisschen durch was weitaus Schlimmeres als mit Corona anstecken lassen. Das nennt sich Angustpunkte. Und das hört sich jetzt erstmal lustig an, was daran so schlimm sein oder schlimmer sein sollte als Corona. Ganz einfach, weil es einfach nur darum geht, ich soll zwei Ziffern, alles klar, das hinten nicht, sondern nur seitlich. Nein! Seitlich gar nicht, nur vorne und hinten, so soll ich es machen. Das, was so schlimm an Angustpunkte ist, finde ich einfach der Umgang damit. Vor allem, wie darüber geredet wird. Das ist einfach nur. Ich habe einfach nicht mehr den Eindruck, das sind Menschen, die da reden, sondern irgendwelche komischen Monster oder so. Wie zum Beispiel Christi, Feldstein, ihr wisst schon, diese ganzen da. Ich finde schon. Also, ich finde es total in Ordnung, dass es angesprochen wird, aber. Nicht so. Das ist einfach nicht mehr eine eigene Meinung, sondern etwas, was jeder so sehen sollte. Also so habe ich das zumindest verstanden. Oder habe ich da was falsch verstanden? Ich weiß es nicht. Und es hat auch einen guten, jetzt noch mal hier mit Bier zusammen weiter und es hat auch einen guten Grund, warum. Ah, jetzt wollte ich was vorbereiten, habe ich ja vergessen. Na, ihr wisst schon. Ich mach's gleich. Es hat auch einen guten Grund, glaube ich, weswegen oder weshalb da nicht so runde so Slopes da verwendet werden, wie beim Aston Martin, die Scheinwerfer aus der Champions-Serie von Lego oder wie bei diesen McLaren, keine Ahnung, ihr wisst schon was, Solos, GT, der weiße große da, in unbedruckter Variante. Das Ganze hat einfach nur einen Hintergrund, das soll ein bisschen so die Struktur ein bisschen betonen, oder es soll mehr nach Klemmbausteinen hier in diesem Fall aussehen. Ich habe keine Ahnung. Zum Beispiel verstehe ich auch nicht, was so toll an den an Klemmbaustein-Look sein soll. Das, ja.
bin ich dann nicht ganz hintergekommen. Also bedruckten Balljoints soll ich so nach vorne machen. Cool, die sind aber nicht nur da bedruckt, sondern auch da. Habe ich es richtig gezeigt? Ja, kann man noch nicht sehen. Es nimmt die Kamera nicht mit auf. Aber das ist... Ich hab's gesehen. Das muss dann hinten sein, oder ja, das ist dann vorne. Moment. Ich muss gerade mal auf die Drucke ein bisschen achten. Die gehen noch, also zwei davon gehen noch so auf die Seite über, oder nicht? Das nicht. Das ist so eine Hand vom Shigi noch. Und das auch. Das bringt mich da gerade ein bisschen durcheinander. Moment, ich muss mal kurz wieder rein. Getan. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich von diesen da jetzt. Also zwei davon sind bedruckt. Soll ich das mit zwei so gedruckten Sachen machen oder nein, also mit nur einem so gedruckten Teil gibt es nur einmal, oder? Ich habe da schon was falsch gemacht, Moment. Oder ich habe doch alles richtig gemacht. Mit den zwei Punkten gehört noch. Ich sehe schon, dass ein Unterschied ist, aber ich weiß nicht, was ich gerade. Ich muss mal auf den Karton schauen. Die Anleitung zeigt es einfach nicht. Das mit den zwei so Teilen da, das ist vorne. Da gehören halt einfach, und die sind beide auch gleich, oder? Ja, sind die. Da gehören zum Beispiel die Pfoten dran, also die 10 davon sollen in Richtung bedrucktes Teil dran gehen. Und ich wundere mich gerade, dass es schon wieder so lang dauert, aber es ist auch echt ein bisschen, also für mich kompliziert. Aber nur für mich. Weil ich das. Ich kann es einfach nur nicht. Das ist es. Das ist also mein Fehler, ganz klar. Zum Glück sind die Angriffspunkte nach innen verbaut, dann habe ich ja kein Problem mehr jetzt hier. Da gehören die Flecken nach vorne, ist klar, ne? Kann gut sein, dass Bielsam hinten keine Zehen hat. Ich habe keine Ahnung davon. Moment, ich kann es ja auch andersrum machen. Und dann kann ich wiederum die Angstpunkte verstecken, damit das Virus nicht schön davorkommt mit, ja, Angstpunkte sind nicht schön und bla bla, ihr wisst schon, dieses ganze Geschmarre da. Aber auf einer Seite kann man es Angstpunkte sehen und es ist auch so egal, finde ich. Jetzt kommen wir mal zu was wesentlich Interessanteres als nur irgendwelche komischen Angstpunkte. Und zwar ein. Fakten zu gewissen Pflanzen-Pokémons. Zwar ist es so, dass es so, also es mit diesen Schlingen da, das ist halt eben bei Pflanzen-Pokémons so, dass die lassen sich echt gut reinbauen. Also das sind so Pins mit Loch durch die Noppe durch. Oder das ist ja keine Noppe, aber trotzdem. Das sind einfach so eine 1-Platten mit so einem Pin dran. Da könnte man rein theoretisch so ein Lego, keine Ahnung was, dran stecken und. Ist ja nur so schwer. Moment, ich brauche erstmal wieder, um das wieder rauszumachen.
Aber rein theoretisch geht es schon mal. Ihr habt es ja gerade gesehen, ne? Sind es unterschiedliche? Ich habe keine Ahnung davon. Ich mache jetzt mal einfach irgendwie so da rein. Und klar macht es beim Bisesamen Sinn, dass der so Fangschlingen hat, weil es halt eben ein Vierfüßler ist. Ist aber nicht bei allen Pflanzen-Pokémons so. Und es gibt auch Pflanzen-Pokémons, die gehen aufrecht wie so ein Sebifeu und ha haben auch so Schlingenteile an. Also Schlingen halt eben so hinten dran. Jetzt habe ich sie natürlich total falsch rum verbaut und das ist auch so egal, finde ich. Dass die Fantasie regelt, was. Ich kann es jetzt nicht wieder einfach mal hier so raus und wieder reinmachen. Das ist halt eben schwierig und ich weiß auch nicht, wie es überhaupt gehört. Ich glaube, es gehört nach oben. Das ist ja wichtig, oder? Ich denke mal. Ich versuch's mal. Also es geht schon, aber braucht man ein bisschen Geduld, was halt eben Gummi ist, ne? So. Aber ich finde, es geht. Gut, klar. Und ja. Ich kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass Biersam seine Knospe wirklich so die ganze Zeit nach hinten gelehnt hat. Kann aber gut sein, dass es so ist, ne? Ich versuche es mir irgendwie aufzunappen. Geht natürlich nicht, aber ich versuche es mal so ein bisschen zu machen. Nicht ganz in die Mitte. Muss auch nicht sein, es passt so. Ist total in Ordnung, so finde ich. Pokémon, Megakunst. Nochmal. Ich brauche ein bisschen Zeit. Gleich. Und jetzt. Megakonstrux GCN 21 Pokémon Bisesamen. So sieht jetzt komplett fertig aus. Und ja. Der lässt sich halt eben auch bewegen. Gut möglich, dass er echt hinten auch kein Sinn hat, sondern nur vorne. Ich meine, ich finde es total in Ordnung, dass er ein bisschen abgeschrägt ist, aber dass er das zusätzlich da auch noch abgeschrägt sein muss, keine Ahnung. Natürlich gibt es auch so abgerundete Teile für die Ecken, aber vielleicht sollst du die Struktur davon ein bisschen mehr betonen. Und oder es soll mehr nach Klemmbaustein aussehen, darum ist es so gemacht. Ich habe keine Ahnung davon. Und aber ist mir ein Fangschling, das wisst ihr jetzt, ne? Habe ich euch ja im Aufbau schon gesagt. Und ja, das, also in echt sieht er auch so ähnlich aus. Nur nicht so eckig, sondern so rund eher zu, aber. Vielleicht soll es die Struktur betonen. Kann sein, ne? Und ja, so Kopf lässt sich schon mal nicht bewegen. Der ist so starr dran. Nur die Beine kann man bewegen. Und die Fangschlingen. Ist an so Pins dran. Also die Beine sind am Bolz dran und die Fangschlingen sind an so Kellen dran, die an so 1x1-Platten mit Pin dran aufgespießt sind. In hohlen Pins sind wiederum diese Gummischlingen drin. Und ja. Soweit erstmal. Und soweit sind wir jetzt auch hier erstmal. Machen wir mit Schicki weiter. Ich mache jetzt erstmal ein Titelbild und bis morgen dann. Ciao.